Von Asopophanten, fliegenden Blumen und Quaddels. Von Andrea Bannert. Jede Menge Ärger. Mit wanderndem Blick beobachteten wir die Polizisten, die in der Wache herumliefen. Die meisten von ihnen schienen kaffeeabhängig zu sein, denn sie hatten immer eine Tasse bei sich. Wenn sie diese irgendwo abstellten, schienen sie dies einfach zu vergessen. Das könnte zumindest erklären, wieso überall leere Kaffeetassen herumstanden. »So, eure Eltern sind verständigt!« »Sie werden jeden Augenblick hier sein«, sagte der Polizist. Der Gesichtsausdruck meiner Mutter war düster, als sie und mein Vater gleichzeitig mit Silvias Eltern bei der Polizei ankamen. Mein Vater hatte seine ohnehin schon sehr dicken Augenbrauen so weit zusammengezogen, dass es aussah, als wären sie zusammengewachsen. Die Eltern von Silvia machten keinen freundlicheren Eindruck. »Kaum lässt man euch wieder zusammen fort, kommt nur Mist dabei raus«, polterte mein Vater sofort los. Er machte mich zuerst ein bisschen traurig, aber ich konnte mich beruhigen, denn ich wusste, dass Silvia und ich in den letzten Wochen in erster Linie Gutes geschafft hatten. Wir saßen zu siebt an einem Holztisch. Silvia, ihre Eltern, meine Eltern, der Polizist und ich. Der Tisch war leer, mit Ausnahme des kleinen Aufnahmegerätes in der Mitte. »So, jetzt erzählt uns mal die ganze Geschichte. Eure Eltern haben mir schon bestätigt, dass ihr beide keinen Hund besitzt.« Silvia und ich sahen uns lange an. Ich glaube, wir waren uns einig, dass wir an dieser Stelle mit der Wahrheit keinen Schritt weiterkamen. Also suchten wir beide krampfhaft nach einer möglichen, glaubwürdigen Geschichte. Aber wie das mit guten Geschichten ebenso ist, fallen sie einem immer gerade dann nicht ein, wenn man sie am dringendsten braucht. Wir waren so um 16:30 am Torbogen. Er war wie jedes Jahr mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückt. Vom Markt her wehten uns schon die wunderbaren Düfte von Marzipan, Zimt und frischen Plätzchen entgegen. Silvia bemühte sich, Zeit zu gewinnen, und ich strengte alle meine grauen Gehirnzellen an. Aber mir wollte einfach nichts einfallen. Der Gesichtsausdruck des Polizisten verriet, dass mir fast keine Zeit mehr blieb. Ganz langsam rollte er mit den Augen. Dann schlug er mit den Händen auf den Tisch und sprang auf. »So, das reicht jetzt«, sagte er mit donnernder Stimme. »Ich möchte nicht wissen, wie die Dekoration am Christkindlmarkt war. Genauso wenig, was ihr dort gegessen oder gerochen habt. Ist es klar?« Mir wurde schlecht vom Mundgeruch des Polizisten, als er mit seinem Gesicht bis auf wenige Zentimeter an meinen Kopf herankam und mir böse in die Augen starrte. »Wart ihr allein da? Das interessiert mich. Und jetzt machst du weiter mir.« »Und wir möchten keine Lügenmärchen mehr hören. Hast du verstanden, Mia?« fügte mein Vater hinzu. Ich atmete einmal ganz tief durch. »Ja, wir sind alleine auf den Markt gegangen. Von Frau Hansemann und meiner Mutter hatten wir die Erlaubnis, bis 7 Uhr wegzubleiben.« »Und zu dem Zeitpunkt habt ihr den Hund, ich meine den Elefanten, noch nicht dabei gehabt?« »Nein, Sir«, antwortete ich. »Und wo zum Teufel soll der dann auf einmal hergekommen sein?« schrie der Polizist und kam mir wieder für einige Sekunden bedrohlich nahe, wie eine Schlange, die auf einen zuschnellt. Wir waren gerade an einem Stand mit bunten Kerzen und Silvia hat dort ein Geschenk gekauft. »Ein Geschenk? Für wen?« »Das ist doch nicht wichtig, oder? Schließlich soll es ja eine Überraschung sein«, warf Silvia ein. Wir begannen richtig gut zu werden und enorm überzeugend, wie ich fand. Gegenseitig warfen wir uns den Ball immer wieder zu. Meine Hände schwitzten vor Aufregung, aber die Sache schien zu laufen.